Gott, meine Mutter wird so abfeiern, wenn das hier das erste ist, was man überhaupt in der Roomtour sieht. Das ist ein Kalender auf Denglisch mit sehr lustigen Sprüchen, den ich von meiner Mutter bekommen habe. Für Januar, für 2018 halt einfach. Ne? Aber das hier ist UX Charlie Setup Tour 2018. Ja, viele wissen das ja, ich studiere jetzt und habe eine eigene Wohnung mit meiner Freundin praktisch zusammen. Und das hier ist, Achtung, Cringe-Begriff, der Eingang zum YouTube-Zimmer, ja. Ja, das Reich des UX-Charlies beginnen wir einfach, ja. Ja, also vom Setup hat sich jetzt eigentlich nicht so viel getan, aber darauf gehen wir später nochmal ein, ja. Wenn ihr hier jetzt eine gute Bewertung auf das Video... ja, ihr wisst, was ich meine, ne? Gehen wir jetzt erstmal rein. Hier ist das, worauf wir alle gewartet haben, wo ihr alle euch gefragt habt, was ist das denn überhaupt, ja? Das ist ein Tisch für einen Balkon. Und den braucht man nicht im Winter, deswegen ist er im YouTube-Zimmer bei UX-Charlie. Hier sind noch so Dämmmatten oben drauf, das ist generell so, also dieses ganze Regal, ich versuche das mal hier so einzufangen, Freunde. Dieses ganze Regal ist halt mehr so Krimskrams-Zeug, kann man sagen. Ja, oben liegen noch die ganzen Sachen, die ich von meinem PC, also die ganzen PC-Sachen, Kartons und so Zeug. Ich verlinke euch die ganzen Sachen auch nochmal vom PC, auch in der Videobeschreibung, sind natürlich alles Amazon-Links. Also falls ihr darauf klickt, dann kriege ich eine kleine Provision vielleicht ab, vielleicht aber auch nicht Amazon, ist da mal so ein bisschen... naja, aber auf jeden Fall könnt ihr darauf klicken und wenn ihr damit könnt ihr mich praktisch unterstützen, ohne dass ihr dafür mehr Geld bezahlen müsst, aber ich krieg dafür Geld. Also ich meine, ist das nicht geil? Also ja, das hier sind auf jeden Fall diese Dämmmatten, die ich leider nicht mehr anbringen konnte, weil mein Kleber alles, dieser Sprühkleber, den man normalerweise hat, aber das reicht jetzt auch erstmal, ich weiß auch gar nicht, wo ich die noch hinpacken soll. Da hinten ist noch so eine Lampe für die Softbox, die kaputt gegangen ist. Drucker, den braucht man jetzt im Studium mega oft. Deswegen ist es ganz wichtig, dass wir da einen haben. Hier, wie gesagt, die ganzen Kartons. CDs von meiner Freundin. Und generell ist das hier halt, wie gesagt, so eine Krimskrams-Schublade. Mehr so mit Uni-Zeugs voll und mit Schiffe versenken da unten. und Kartons und sonst Zeug. Hier drin habe ich noch so Kabel und so. Mit der... ich weiß nicht, ob man das hier kennt. Das hier ist die Oldschool Elgato... HD. Elgato Game Capture HD, Freunde. Oh ja. Rest in Peace an dich, mein Freund. Schaut doch nochmal an Elgato, aber dazu kommen wir später noch. Hier habe ich noch so eine kleine, so ein Stativ für die Kamera, die ich jetzt hier gerade benutze, aber ich mache das natürlich gerade freihändig, also ich bitte euch. Ja, der Sprühkleber, der alle geworden ist, so ein bisschen Geschenkmaterial und ja, es ist halt so ein Krimskrams-Schrank, ja. Hier oben habe ich den Reisepass der Bundesrepublik Deutschland, denn meine Freundin und ich haben uns letztens umgemeldet und deswegen brauchte ich den und dann wurde dann halt so überklebt, also wo wir jetzt halt wohnen, ne. Also das hier ist noch so ein Ding für die Kamera, damit kann man hier so mit Strahlen und so, also kann man, wenn es dunkel ist, und dann kann man Licht machen, also... Es ist, also im Fachjargon nennt man das Lampe. Ja, hier haben wir meine ganzen PlayStation, Xbox und PlayStation 3, 4 Spiele. Ja, ich habe Call of Duty Black Ops 2 zweimal und Call of Duty Modern Warfare 3 zweimal. Ich weiß auch nicht so ganz wieso. Also Black Ops 2 habe ich auf jeden Fall mal ausgeliehen von einem Kollegen. Das kriegt er natürlich auch noch zurück. Habe ich vor 3-4 Jahren, glaube ich, ausgeliehen. Und MW3 weiß ich nicht, warum ich das zweimal habe. Ehrlich gesagt. Ja, Overwatch habe ich aber auch noch nie gezockt. Also falls ich das mal irgendwie spielen soll. Ich habe es mir gekauft, als Call of Duty World War 2 noch nicht draus war. Und jetzt liegt es hier halt einfach. Also, naja. Until Dawn habe ich auch noch nie gespielt. Und Outlast auch noch nicht, weil ich hatte ja vom Outlast dieses Demo-Video da gespielt. Also ich hatte diese Demo gespielt live in dem Video und das kam richtig gut an. Habe ich gedacht, okay, dann kaufe ich mir das und dann spielen wir das vielleicht. Aber jetzt ist World War 2 draußen, jetzt spiele ich halt nur noch das oder halt Fortnite, ne? Naja, falls ich das auch mal irgendwie im Stream oder sowas zocken soll, dann sagt einfach Bescheid oder so, ne? Battlefield 3, Battlefield 1, ja, sind halt die Battlefield-Teile, die ich so gespielt habe, mehr nicht. Ich habe auch noch Battlefield irgendwas für PC gespielt, aber ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Das war Battlefield 2, glaube ich, war das? Also schon vor Battlefield... nevermind, der Joke kommt jetzt nicht. Ja, das hier ist noch das Kit-Objektiv von der Kamera hier von der Canon. Ich filme hier mit der 600D und einem Sigma-Objektiv, was ich jetzt zu Weihnachten geschenkt bekommen habe. Deswegen muss ich übrigens auch mal den Fokus gerade manuell feststellen, weil ich das noch nicht so ganz raus habe, wie das automatisch gehen sollte. Hier habe ich noch eine kleine Mülltonne von meiner Freundin bekommen. Und da unten sind noch mehr Kartons und so. Und hier, meine Freunde, hier liegt UX Charlie 2014 bis 2017 3/4, ja? Das hier ist mein ganz alter PC, ja. Der ganz alte Oldschool HP. Ich versuche mal den ISO gerade ein bisschen höher, damit ihr ein bisschen mehr seht vielleicht. Nee, oh, da falsch rum. Ja, naja, auf jeden Fall, das ist er. Da liegen 160 Videos. Wurden mit dem Ding gemacht und das ist halt ein ganz alter HP-PC. Hatte schon 6 GB RAM und ein i7, aber mittlerweile ist er jetzt nicht mehr der...
der beste Kollege gewesen, aber ich weiß noch nicht so ganz, was ich mit dem machen soll. Hier noch so ein kleines Tripod für so Vlogs und so, würde ich Vlogs machen, aber ich hatte das vor der Gamescom mit und ja, ist eigentlich ganz cool. Hier habe ich noch einen Teppich, so damit der Schall nicht so ganz schallig ist, ne? Ihr wisst, was ich meine. Und bevor wir jetzt zum richtigen Setup kommen wir erstmal dazu, ich weiß nicht, was für eine Syntax gerade das war, aber ja, das hier ist ein Poster vom Neo-Magazin. Also falls ihr die Show von Jan Böhmermann verfolgt, richtig geil, hat mir meine Freundin geschenkt. Ja, da sind halt so ganz viele verschiedene Sachen, die generell so vom Neo-Magazin einfach viral gegangen sind, sag ich mal. Also hier unten haben sie sogar noch das mit dem, also das finde ich mega geil, da haben sie sogar, also die Ziege fickt Ralf Kabelka, also ich meine, dass sie sogar das mit eingebracht haben, finde ich echt mega krass. Also, ja, das habe ich mal, beziehungsweise hat mir meine Freundin eingerahmt und das hängt jetzt auch hier, weil ich einfach mega großer Neo-Magazin Royal-Fan bin. Also falls ihr es auch schaut, schreibt mir das mal in die Kommentare, weil ich kenne sonst halt niemanden, der so sagt, ja, ich bin so richtig der Neo-Magazin-Schauer. Also falls ihr auch Neo Magazin Royal schaut, dann schreibt mir das mal in die Kommentare. Ich weiß nicht, ich finde Jan Böhmermann halt mega cool. Hier ist noch von der Gamescom so ein Umhängeteil, damit man wichtig aussieht. Da ist einfach nur ein Private Beta Code, Freunde. Gebt einen Like und schreibt in die Kommentare, Stylus hat grüne Zähne und dann könnt ihr vielleicht, dann verlose ich diesen Private Beta Code für World War II, Freunde. Der kommt dann. Das wird per private Nachricht gesendet und dann habt ihr das auf jeden Fall, ja. Gut, hier ist auch noch nerdmäßig mein alter Jersey eingerahmt, den ihr aus den alten Videos kennt. In diesem Jersey wurde das Visca Barca Video produziert, wurde fast alles produziert. Ja, und jetzt ist er hier eingerahmt. Keine Ahnung, also ehrlich gesagt, ich habe mit diesem Jersey wirklich mega viel erlebt. Deswegen finde ich das eigentlich ganz cool, dass er jetzt hier so hängt und es sieht eigentlich auch ganz cool aus. In echt sieht es nicht so cool aus wie auf dem Video jetzt gerade, aber... Naja, nevermind. Hier ist von der ESL One in Hamburg. Das war Dota 2. Da haben wir, also, ne, ich filme mit meiner Freundin eine Doku über E-Sport und deswegen, ja, waren wir da und haben dann da so ein bisschen gefilmt. Hier oben sind noch ein paar andere Dämmmatten und Schallschutz, ne? Ihr wisst, was ich meine. Das brauche ich nämlich, denn wir haben jetzt ja Nachbarn und die freuen sich jetzt nicht unbedingt immer, wenn man abspastet, so wie ich das in Videos mache. Ja, dann haben wir hier noch hier so eine kleine Ablage. Hier steht, lasst ein Like da, aber es waren keine Zahlen da, deswegen lasst ihr Like da. Hashtag UX Army und so. Ach ja, übrigens, das habe ich ganz vergessen. Hier, diese Dinger. Also die Rahmen, die beiden, die können sogar noch leuchten. Leuchten, ja. Und der andere auch. Einen Moment. Ja. Oh, nee, ich muss auf On drücken. So, On. On, hallo? Doch, er leuchtet. Leuchtet er? So, jetzt leuchten die beide. Ja. Sieht mega fett aus, erst recht, wenn es dunkel ist. Ja, aber ich mache jetzt mal wieder das Licht an, damit ihr ein bisschen mehr erkennt und alles so. Ja, können halt im Hintergrund leuchten. Ich fühle mich so ein bisschen wie Montana Black, deswegen weiß ich nicht so ganz, ob das cool ist. Aber ich finde, es sieht cool aus, deswegen... Ja, aber weil das halt auch so viele... Nevermind. Ja, ich finde es cool. Also, hier kommen wir dann dazu zu zwei Duftkerzen. Ganz wichtig als YouTuber, Duftkerzen zu haben, damit man... seine Heterosexualität auf jeden Fall bewahrt, während man YouTube-Videos macht. Hier ein World War II Poster, Hashtag UX Charlie auf COD Event, Leute, immer noch UX Charlie, never stop dreaming, schreibt Activision an, ey, UX Charlie soll für Activision als deutscher Repräsentant zu den World Champs geschickt werden, damit er zuguckt und vloggt und der einzige Deutsche auf den Call of Duty Champs ist. Genau, hier ist noch ein Star Wars Kinderpunsch, eine Flasche davon. Hier die Elgato HD60, ich esse auf jeden Fall dafür nochmal Shoutout an Elgato, wirklich richtig korrekte Aktion, also die haben ja die Elgato HD60S durch UX halt, verschickt und dadurch kann ich jetzt eben auch live streamen, weil ich war wirklich viel zu dumm, um mit der anderen Elgato einstellen zu können, mit dem Puffer und so, dass man da noch die, ne, damit das halt alles synchron ist während des Streams. Ja, da haben sie mir die zugeschickt, mega korrekt. Ich versuche damit noch ein bisschen umzugehen, weil man kann wirklich mega viele krasse Sachen einstellen. Ich habe die jetzt nebenbei noch auf das Programm. Das Besondere an der Elgato HD60 ist halt, beziehungsweise auch noch S, ist, dass du dann halt so natürlich in 60 FPS aufnehmen kannst, was schon mal gut ist, wenn ich irgendwie eine Montage machen würde, würde ich gute Clips hitten. ja, aber das ist halt nur die Voraussetzung dafür. Aber mit der Elgato HD60S kann man halt vor allem Instant damit spielen. Also, wenn ich jetzt hier... Einen Moment, ich habe die PS3 ja gerade an. Das hier ist nur die Übertragung, ne? Ich mache... Oh, mit einer Hand ist echt wirklich schwer. Ich drücke hier rauf und es geht halt direkt. Also, es ist fast so, als würde ich... Also, es wird halt instant übertragen. Das ist halt das Geile an der S. Ich glaube, S steht für Speed.
Denke ich mal. Ja. Gut, fail. Aber ich glaube, ja, es ist halt dieses Instant, dass es halt direkt hin und her geht. Ja, ist also perfekt für Streamen und eben auch für YouTube-Videos sehr viel einfacher. Nicht, dass man, also bei den normalen war es dann halt immer so, dass es da so einen kleinen Delay gab. Den musste man dann noch eins in eins stellen. Und mit der Elgato HD60 ist auf jeden Fall alles besser. Euer Leben ist besser. Ich schwöre es euch. Also wirklich, die nimmt mir sehr viel Arbeit ab. Und ich hoffe, dass ich dadurch jetzt eben auch sehr viel mehr Videos produzieren kann, worauf ihr ja auch hoffentlich auch alle Bock habt. Hier hinten ist noch so eine Zeichnung, die hat mir Nick M. gemacht beim UX-Wichteln 2015. Denn 2015 haben wir gewichtelt mit UX Gaming und da haben sich die Member so untereinander dann halt so Geschenke gemacht und er hat mir eben das gezeichnet und noch eine Haarfärbung geschenkt, aber auch für rote Haare, also keine Ahnung, was das sollte, aber auf jeden Fall, ich habe mich gefreut und erst recht, das Ding habe ich auf jeden Fall behalten. Also Nick, falls du es hier siehst, Grüße nochmal an dich, ich habe mich wirklich gefreut damals. So, ja, hier ist mein ganz normaler Stuhl mit meinem Jersey drauf. Ja, ist halt ein ganz normaler DX Racer Stuhl. Ja, sehr sick. Da kann ich auf jeden Fall drin lang editieren und so. Das ist halt das Wichtigste davon, ne? So, und jetzt kommen wir mal zur Gaming Station. So, das hier ist halt der Monitor, auf dem ich dann immer zocke. Den habe ich UX Varions Bruder abgekauft. Also nochmal Grüße an dich, Luke. Das ist halt dieser ganz normale Bank hier und auf dem zocke ich dann jetzt halt, damit ich nebenbei eben noch streamen kann und alles und gleichzeitig überblicken kann. Jetzt habe ich mir halt so auf der linken Seite so generell alles, so was mit Zocken so betrifft und so eingerichtet und recht halt so PCs davon so. Also damit ich das so klar unterteilt habe. Hier habe ich so ein kleines Buch, da kann ich mir mal so alles eintragen, was ich mir so für den Tag vornehme. Hat mir auch meine Freundin geschenkt. Ja, ein iPad, das Ganze, also das iPad 2 ist das, glaube ich. 64 GB ist halt, also es funktioniert halt immer noch, das ist halt das Geile. Aber ja, I don't know. Und die Kopfhörer, ne? Die Kopfhörer sind wirklich das Geilste, was ich mir jemals gekauft habe. Also die, also nicht das Geilste, was ich mir, also, ne, aber an Kopfhörern einfach, die kosten nur 30 Euro oder so. Und die haben so einen fetten Sound. Also ich habe jetzt noch so andere Nupsis drauf gemacht. Ich weiß nicht so ganz, wie die Dinger heißen, aber auf jeden Fall mit den Dingern, fire, wirklich richtig geil. Und vor allem sind die noch nie kaputt gegangen. Ich habe die seit 2-3 Jahren oder so. Und meine Apple-Kopfhörer, die immer so bei denen, zum Beispiel bei meinem hier iPhone 5 dabei waren, die sind direkt geschrottet, genauso wie die vom iPad. Und seitdem habe ich die mega geile Kopfhörer, verlinke ich euch auf jeden Fall auch noch. Also falls ihr Kopfhörer gerade sucht, unterstützt mich doch, Freunde. Wie gesagt, ich spiele gerade World War II, Activision, falls ihr das seht, ladet mich doch bitte einfach mal auf ein COD-Event ein. Ich spiele Call of Duty so leidenschaftlich. Ich spiele nur Call of Duty, wirklich. Ja, ich brauche nur Taismi Senpai. Ja? Das hier ist die Logitech C920, diese ganz normale Standard-Webcam, der ich auch ein paar Probleme hatte, aber naja, da reden wir jetzt erstmal nicht näher drauf ein. Wie gesagt, hier das iPhone 5, sehr veraltet, ein bisschen kaputt. Und ich habe 2 neue Likes auf Instagram. Kann man das sehen? Nee, okay, ist egal. Ich habe 2 neue Likes auf Instagram. Charlie Waffles heißt ich da, Freunde. Also für sicke, coole Bilder von rothaarigen Menschen. Einfach raufklicken, sieht man mich da? Hallo. Ja, ein Controller, ein weißer, gehört auch nicht mehr. Ist der von meiner Freundin, weil meiner kaputt gegangen ist. Ein Turtle Beach Dings hier, Mix Amp, weil mein Astro Mix Amp kaputt gegangen ist. Hallo, fokussieren. Genau. Deswegen nutze ich gerade das und mein Stream-Ziel ist ja aktuell, also Spendenziel da, mir ein neues Mix Amp von Astro zu kaufen, weil mit dem kann man halt nicht gleichzeitig am PC reden und das ist halt, ja, Gamer-Problem auf jeden Fall. Hier das ganz normale Blue Yeti, das kennt ihr ja auch alle, denke ich mal. Sehr sickes Mikrofon. Ich versuche mir aber demnächst mal irgendwie ein besseres zu holen, weil das einen ziemlich großen Hall immer noch hat und dann muss ich halt auch nicht so doll schreien, wenn ich hier Videos immer drehe. Hier ist, wie gesagt, die Elgato HD60S. Wenn die richtig an ist, dann leuchtet die auch noch, also mega sickes Teil, wirklich, ich freue mich mega davor, als recht, dass Elgato einfach so cool war und mir das einfach zugeschickt hat, also ich meine, sowas habe ich halt noch nie erlebt, also Elgato, wirklich, Shoutout an euch, die Jungs sind auf jeden Fall auch nochmal verlinkt von Elgato, und falls ihr kein Elgato nutzt, wenn ihr YouTube machen möchtet, dann, was ist mit euch los, ja, also ich empfehle sie auf jeden Fall auch Leuten, jetzt gerade erst anfangen mit Stream, also wie gesagt, ich habe auch gerade erst angefangen mit Stream, aber eben auch für YouTube-Videos ist die sehr gut, und jetzt kommen wir mal zu diesen Schallschutzmatten, die ich hier so angebracht habe in der letzten Zeit, die tun auf jeden Fall auch ihre Tätigkeit, ihre Arbeit, ihr wisst, was ich meine, ne? Ja, hier ganz normale Softbox, auch sehr billig von Amazon, tut aber auch ihre Arbeit, tut ihre Tat. Ja, die leuchtet halt, wenn es dunkel draußen ist. Mehr soll sie auch eigentlich fast gar nicht. Und jetzt kommen wir zum motherfucking PC, den mir Zyro mit eingerichtet hat. Ja, UX Zyro, Designer von UX Gaming, wohnt jetzt bei mir in der Nähe. Und der war letztens hier und hat das halt mit mir jetzt alles zusammen aufgebaut. Mega sicke Scheiße. Ja. Richtig geiles Teil, falls ihr die ganzen Specs und sowas wissen, also er sieht halt cool aus, also das war sowieso das Wichtigste. Es ist jetzt nicht der totale High-End-PC, aber ganz ehrlich, für UX-Charlie reicht das wirklich, ja, also für UX-Charlie reicht das Ding wirklich. Ja, mehr brauche ich ehrlich gesagt wirklich überhaupt nicht. Hier noch eine externe Festplatte von Toshiba und hier noch eine Fritzbox, damit ich halt auch Internet habe. Hier ist noch komischerweise mein YouTube-Kanal auf. Welch ein Zufall. Hier noch eine Razer-Tastatur in grün. Die möchte ich vielleicht noch verkaufen und mir dann eine kaufen, die ich mir auch so, wo ich auch so die Farben umstellen kann, wie bei den Bilderrahmen hier.
Ja, aber weiß ich noch nicht ganz. Ist auf jeden Fall diese Chroma Black Widow. Hm? Ja, genau. Und mit der kann man leuchten und die macht coole Geräusche. Swag. So, ja, hier der ganz normale BenQ-Monitor, den auch sonst jede Sau hat. Rechts der HP-Monitor mit einer coolen Weihnachtsmütze, der eben bei diesem alten PC mit dabei war, ne? Ja, auch nothing special hier, halt die Astro, die kennt ihr ja auch aus meinen Videos, oder beziehungsweise in jedem Video sind die auch mit dabei, weil ich darüber halt immer höre, logischerweise. Und ja, da habe ich noch so ein kleines Rocket Mousepad und die Standard Maus, weil ich lieber mit Wireless, Wireless-Mäusen editiere. Und deshalb ist das die Maus meines Vertrauens. Übrigens hier immer noch, also falls ihr denkt, die beiden, also ne, jetzt sieht es also ungefähr so aus, als wären die gleich hoch auf einer Ebene, ne? Aber ist nicht. Hier sind nämlich noch zwei. Oh, erkennt man das überhaupt? Ich glaube nicht, ne? Hier auf jeden Fall Tekken 3 und irgendein altes FIFA oder so, FIFA 2000 oder so. Ja, die stützen das auf jeden Fall, damit das halt gleich hoch ist, ja? Damit ich da nicht verwirrt bin, wenn ich da drauf gucke. Und das komplettiert nun die UX Charlie Room Tour 2018, denke ich mal. Wenn ich irgendwas verändern, dann werde ich wahrscheinlich nochmal eine Roomtour machen, aber dann lasse ich auf jeden Fall auch euch davon Bescheid haben. Nevermind, lasst auf jeden Fall ein Like da, wenn es euch gefallen hat und schreibt in die Kommentare, wie gesagt, das, was ich mit Stylus gesagt habe, ich erinnere mich gerade selbst nicht mehr, ich blende euch das auf jeden Fall ein. Wenn ihr glaubt, dass UX Charlie dieses Jahr noch mehr als 10 Videos schafft, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Wenn ihr es glaubt, dass er es nicht schafft, dann lasst auch ein Like da. Wie gesagt, checkt mal den Livestream aus, denn ich werde in der nächsten Zeit wahrscheinlich auch sehr viel mehr livestreamen. Ja, das ist das UX Charlie Gaming Setup 2017. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und freue mich, dass ihr dabei wart. Glaube ich.